Hallo meine Lieben, ihr seht, ich trage eine Statement-Kette und das ist auch so eine kleine Verbindung zu meinem heutigen Video, denn ich habe ein Do-it-yourself für euch. Ich bastel keine Statement-Kette, aber ich zeige euch, wie man aus einem ganz normalen Holzbrettchen eine dekorative Aufbewahrung für eure Statement-Ketten machen kann. Und zwar kann man das hier einfach an der Wand befestigen. Ich habe hier hinten so Häkchen angebracht. Und im folgenden Video erkläre ich euch, wie ich das gemacht habe. Viel Spaß! So, ihr braucht erstmal ein ganz normales Brettchen. Das ist jetzt ein Holzbrettchen, ist auch schon ein bisschen verschnitten, stört uns aber überhaupt nicht. Dann brauchen wir natürlich Farbe. Ich habe hier eine Sprühdose, das ist weiße Farbe und die hält auch an Holz. Darauf müsst ihr achten. Dann braucht ihr noch einen Hammer, ein Geodreieck, Bilderklappösen, einen Bleistift und kleine Nägel. So, wir fangen an. Dass wir das Brettchen besprühen. Dafür nehme ich jetzt meine Farbe. Ich habe den Deckel abgemacht. Schüttel die und besprühe das Brettchen. Ungefähr so 30 cm Abstand halten. Wenn das Brettchen euch weiß genug ist, dann lasst ihr das trocknen. Ich habe natürlich vorhin schon mal eins angesprüht, vorne und hinten, sodass das jetzt in Ruhe trocknen kann und ich trotzdem mit dem Video weitermachen kann. Hier vorne ist es schöner weiß oder gleichmäßiger als hier, finde ich. Hier habe ich nur eine Schicht gesprüht. Deswegen wird das hier bei mir hinten sein und das hier vorne. So, ich fange jetzt hinten an. Und zwar brauche ich jetzt diese Bilderklappösen und ein Geodreieck und einen Bleistift. Ich gucke, dass hier im rechten Winkel ungefähr 2 cm Abstand bleiben und markiere mir das. Hier nochmal. Dann kann ich die zwei markierten Punkte miteinander verbinden. Ich mache eine Linie. So, jetzt benutze ich die Bilderklappösen, brauche ich zwei Stück. Hier sind auch noch so kleine Nägelchen mit dabei, davon brauche ich dann vier Stück. So, jetzt setze ich die. Ich möchte das Brettchen am Schluss so, also so rum, also dass dieses Loch oben ist, hängen haben. Und deswegen müssen auch hier die kleinen Dreieckchen nach oben zeigen. Ich setze die jetzt hier an der Linie und nehme diese kleinen Nägelchen und den Hammer. Besser geeignet wäre ein bisschen größerer Hammer, aber da habe ich jetzt keinen gefunden. So, weil hier noch ein Loch ist, kommt hier noch eins rein. So, jetzt ist das eine Teil zum Aufhängen schon fertig und jetzt mache ich hier nochmal ein zweites hin. Da müsst ihr nur achten, dass ihr das ungefähr auf der gleichen Höhe habt. Dafür haben wir ja diese Linie gezogen. So, das ist jetzt hinten zwar ein kleines bisschen schief, aber das stört uns nicht, weil das ungefähr trotzdem dann gleich hängt. Das sehen wir dann nachher an der Wand. So, jetzt brauche ich natürlich die Vorderseite. Jetzt kann ich hier noch gar nichts hinhängen, weil ich noch keine Nägel drin habe. Und deswegen muss ich mich jetzt entscheiden, welche Nägel ich nehmen möchte. Ich habe hier so kleine gekauft.
Die haben allerdings vorne einen kleinen Kopf. Das heißt, wenn ich da richtig Ketten mit ganz dünnen Gliedern draufhängen möchte, könnte es schwierig werden. Und dann habe ich noch so Goldleistenstifte gekauft. Die haben gar keinen Kopf oben, sind dafür aber relativ lang. Aber ich glaube, die kann man kürzen. Und deswegen benutze ich die hier jetzt mal. So. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also die haben wirklich keinen Kopf, sind nur auf einer Seite spitz. Und ich denke, dass man die dann oben einfach abzwicken kann. So, also ihr könnt natürlich die Nägel dran machen, wie ihr wollt. Ich mache jeweils hier ein und das eben ein paar Mal öfter hin, weil ich Statementketten dranhängen möchte. Was ich glaube ich auch ganz schön finde, ist, wenn hier oben einfach ein paar Nägel sind und ihr dann eure Uhren dranhängt. Das sieht glaube ich auch ganz toll aus. Aber das hier mache ich jetzt für Statementketten. Das wäre jetzt für drei Statement-Ketten hier so rüber. Ja, hinten kann man es aufhängen. Müsste man dann halt in die Wand Schrauben oder Nägel reinmachen. Nägel sind wahrscheinlich besser. Und ihr könnt es natürlich auch noch kürzen. Ich finde es von der Länge her so gerade ganz praktisch. Da kann man nämlich im Notfall auch noch ein paar mehr übereinander hängen. Und das war's jetzt. Und ihr könnt es natürlich nach Belieben nachmachen, ob für Uhren oder für Ketten oder für Armbänder oder was weiß ich. Ihr könnt natürlich auch hier zum Beispiel eine Schnur rumführen und wo ihr dann eure Armbänder oder Ohrringe dranhängen könnt. Das kann man ganz nach Belieben machen. Und ja, gebt mir doch ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich immer über eine Rückmeldung, sei es ein Kommentar oder ein Däumchen hoch oder vielleicht sogar ein Abo. Folgt mir. Tschüss. Total gehypt und ich kann das nur unterstreichen. Das ist eigentlich wie Wasser und also ich benutze es nicht für die Augen, weil ich damit wasserfeste Mascara nicht abkriege. Aber gerade fürs Gesicht benutze ich das sehr gerne. Das gibt es auch noch in kleineren Flaschen.